Ich erinnere mich ganz besonders gerne an eine Schulzeit im Bereich der Grundschule, wo ein Lehrer mit uns ganz viel im Wald war und wir Natur wirklich auch erleben konnten. Und alles das, was mit Büchern war, das hat sich nicht so wichtig als Bild für mich wirklich tief, tief eingeprägt. Ich war ein relativ schlechter Schüler. Und zwar sicherlich auch deswegen, weil wir Lehrer hatten, wo wir als Person überhaupt gar keine Wertigkeit hatten. Und diese Lehrer haben Verhaltensweisen gezeigt uns gegenüber im Sinne von lächerlich machen, im Sinne von abstempeln, wo wir mit der Person des Lehrers auch wirklich mit Angst in diesen Unterricht gegangen sind. Und diese Bilder habe ich auch noch im Kopf.